Du fragst dich, wie du das neue Bosch Smart System mit deinem Smartphone verbinden kannst. Das zeige ich dir nach dem Intro. Zuerst lädst du dann einmal die Flow App aus dem App Store oder aus dem Google Play Store runter und registrierst dich einmal bei Bosch. Das haben wir hier schon gemacht. Und wichtig ist, bevor wir das Ganze starten, aktivieren wir einmal Bluetooth, damit wir einmal dann dementsprechend das Smartphone mit dem Fahrrad verbinden können. Wir drücken auf die App einmal drauf. Dann wird mir schon hier angezeigt, verbinde dein E-Bike. Jetzt drücken wir einmal hier auf Jetzt verbinden. Und schon wird mir Schritt für Schritt erklärt, wie ich jetzt mein Smartphone mit dem Bosch Smart System verbinde. Wir schalten hier oben einmal das E-Bike an. Dann bestätigen wir unten, dass das E-Bike einmal eingeschaltet ist. Und dann ist wichtig, dass wir oben die An- und Aus-Taste an dem Remote 3 Sekunden lang drücken, bis die blaue LED blinkt. Wenn das passiert, sucht jetzt hier dementsprechend einmal das Smartphone, das passende Fahrrad dazu und verbindet das Ganze jetzt hier dementsprechend miteinander. Das kann einen kleinen Moment dauern. Und wie man sehen kann, das hat alles schon funktioniert. Sprich, das E-Bike ist sofort startklar und jetzt drücken wir auf Los geht's und schon kannst du dein E-Bike voll vernetzt nutzen. Wie du auch hier sehen kannst, gibt es hier sogar schon neue Software-Updates, die du ganz einfach über dein Smartphone Over the Air heißt das Ganze, mit deinem E-Bike koppeln kannst. Sprich, du brauchst halt nicht mehr zum Fachhändler gehen, sondern kannst in dem Fall die ganzen neuen Software-Updates oder ähnliches direkt auf deinem E-Bike aufspielen lassen. Dazu kannst du, wenn du weiter runter scrollst, noch erkennen, wie der Akkustand von deinem E-Bike ist. Zum Beispiel, du kannst die, was auch hier ganz besonders ist, deine Fahrmodi individualisieren. Sprich, du kannst die einzelnen Unterstützungsstufen immer anpassen und auch selbst gestalten. Und dort hat die Möglichkeit, dementsprechend in dem Bereich Fahren auch die Möglichkeit, zum Beispiel deine Route zu tracken oder aber auch zum Beispiel deine Fitness abzuchecken oder auch ähnliches. Was auch hier wunderbar zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall das Branding bei der App. Wir haben jetzt hier ein KTM-E-Bike, sprich wir haben uns das Ganze sofort KTM gebrandet. Dieses gibt es natürlich auch von verschiedenen anderen Herstellern. Wie du gesehen hast, kannst du durch wenige Handgriffe dein neues Smart System E-Bike mit der App verbinden und so steht dir die voll vernetzte Welt von Bosch zur Verfügung. Und so einfach geht's. In wenigen Handgriffen kannst du dein Smartphone mit dem Bosch Smart System verbinden. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder.